Donnerstag, 24. Februar, das sind unsere News. Herzlich willkommen zu den Glarner Nachrichten. Im Glarnerland gibt es Haufen alte Fabriken aus der Zeit der Industrialisierung. Viele von denen stehen leer, nicht so in Mollis. In der alten Spinnerei haben sich schon vor ein paar Jahren ein paar Vertreter aus der Kulturszene eingemietet und machen dort Musik, Sport oder Malen. Die alte Spinnerei ist zum eigentlichen Kulturtreff avanciert und wird je länger, je beliebter. Die Künstlerin Barbara Streif führt uns durch die alte Spinnerei zu Mollis. So grau die Fabrik von außen ist, so farbig und lebendig ist sie von innen. Die hier arbeiten, haben die alte Spinnerei kurzerhand in Kulturfabrik Claris Nord umtauft. Schon im Stegenhaus gibt es etwas zu sehen. Das ist eine permanente Stegenhausausstellung, wo alle beteiligt sind, die hier am Atelier arbeiten. Oder auch Kunstschüler von mir, von früher. Und es ist jeder eingeladen, zum mitmachen. Hier oben ist das Atelier. Wir sind hier am Dachstock der alten Spinnerei. Ich bin seit 2004 da, habe schon jene Projekte gemacht und auch andere Künstler eingeladen, zum mitzuarbeiten. Das ist der Tiesboss und er hat für uns die Zeitmaschine gemacht. Ich wollte mir mal einen Jugendtraum erfüllen und habe mir ein Planetarium gebaut, wo ich Zeitmaschine sage. Und man kann mit dem spielen, man kann die Zeit einstellen, man kann den Jahrestag einstellen, man kann auch alle Planeten ausrechnen, so wie sie gestanden sind, auf jedes entsprechende Datum. Ein paar Stück weiter unten ist die Maskengruppe Novalis am Werk. Wir treffen uns so ab August bis zur Fasnacht und machen jedes Jahr einen neuen Wagen. Die Masken machen auch alles wir selber, alles in eigener Regie. Und wir haben für diesen Wagen haben wir so ungefähr 1000 Arbeitsstunden. Auch ein Haufen Bands haben sich hier einquartiert. Wir sind Band 8 und wir machen hier Rockmusik. Wir sind hier seit ein paar Monaten, noch nicht so lange. Vorher waren wir in einer anderen Fabrik, da mussten wir raus, müssen, weil sie dort ein Büro gebaut haben. Und ja, wir fühlen uns wohl. Wir haben alles umgebaut hier rein, uns gemütlich eingerichtet. Und es ist mega cool hier in der Fabrik, weil es halt einfach so viele verschiedene Sachen hier rein hat. Als Abschluss sehen wir noch das Training von der Pujutsu Kampfschule von Clay Poracino. Wir sind die Schule Pujutsu Link. Wir machen japanische Kampfkunst, Kampfsportart. Also wir gehen in den künstlerischen Teil und in den sportlichen Teil. Wir tun uns für internationale und nationale Turniere auch engagieren. Die Kultur in Claris Nord, die lebt. 80'000 Kinder sind im letzten Jahr in der Schweiz geboren worden. In fast allen Kantonen hat es mehr Neugeborene als Tote gegeben, in Glarus nicht. Da registriert man einen Sterbeüberschuss. Der 320 Neugeborenen stehen 405 Glarner gegenüber, die im letzten Jahr gestorben sind. Weitere Meldungen jetzt. Nach Hinweis aus der Bevölkerung hat die Kantonspolizei heute Morgen eine Grosskontrolle auf einer Baustelle in Sargans durchgeführt. Über 50 Arbeiter, die Hälfte davon Ausländer, sind kontrolliert worden. Entgegen der Vermutungen sind alle Arbeitsbewilligungen in Ordnung. Der Winter war rund 1 Grad wärmer als sonst. Die Schneedecke in den Alpen deutlich dünner als normal. Das ist die Bilanz des Winters. Am Dienstag fängt der Frühling an. Ein deutscher Pädophiler hat sehr wahrscheinlich auch in der Südostschweiz sein Unwesen getrieben. Europaweit hat er mit rund 300 Kindern und Jugendlichen über das Internet Kontakt gehabt. Dabei ist es zum Teil zu sexuellen Handlungen per Webcam gekommen. Mit Geld und Geschenk hat der 42-Jährige auch versucht, Kinder zu treffen. Und in Sevelen ist ihm das tatsächlich gelungen.
Der Deutsche wird dringend verdächtigt, Ende letzten Jahr einen 12-jährigen Bub mehrmals missbraucht zu haben. Seit dem Mittwoch sitzt er in Deutschland in Untersuchungshaft. Die kleine Fasnacht wirft ihre Schatten voraus. 7'000 Besucher werden auch dieses Jahr wieder für den Umzug erwartet. Bis dorthin geht es zwar noch fast einen Monat, aber die Organisatoren sind schon jetzt zmitzt in ihrer Vorbereitung. In der 5. Jahreszeit braucht es einen Haufen Konfetti. Der Kurt Süss ist der Organisator des Fasnachtsumzugs zu Glaris. Ihn fasziniert am Umzug vor allem die imposanten Wege, die wir haben, wo ein Haufen Arbeit dahinter ist. Und natürlich auch die Guggenmusik, die heute zum Teil recht hochstehend musikalische Stücke spielt. Und das ist sehr imposant. Und vor allem auch, man kann verkleidet die Fasnacht gehen. Man kann auch mal gewisse Leute auf die Schippen ein, die man das Jahr durch vielleicht nicht darf. Und das ist sehr lustig und interessant. Das Motto an der Glarner Fasnacht ist «Kein Stress, Wellness». Der Name ist ganz bewusst gewählt. Wellness boomt im Moment und das ist sehr ein gutes Motto. Und man kann dort sich recht vielseitig verkleiden. Man kann in einem Badgewand gehen, man kann in einem Badmantel gehen, man kann mit einer Dusche gehen. Also man hat dort einen Haufen Möglichkeiten und darum denke ich, wird das eine sehr interessante und lustige Fasnacht hier zu Glaris. Nebst dem Umzug am 13. März finden im Kanton viele weitere Fasnachtsereignisse statt. So zum Beispiel der Maskenball des Nevels am nächsten Samstag. Laute Töne, bunte Gesichter, etwas für Kinder und Erwachsene. Grosser Deal für Hans-Rudi Giger. Der Kurgruselkünstler wird Chefdesigner von Prometheus, einem neuen Film vom Kultregisseur Ridley Scott. In seinem Zürcher Atelier schafft der Giger momentan an der neuen Kreatur. 230 Millionen Franken Produktion Prometheus kommt nächsten Sommer ins Kino. Da sind wir schneller. Die nächsten News von uns kommen bereits morgen wieder zur gleichen Zeit, der gleiche Sender. Einen schönen Abend.